Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit Bannerlord 7. Staffel und jetzt 94. Folge, heute in der Vorproduktion am 1.9.24. Bevor es aber losgeht, gibt's mir mein herzliches Dankeschön und zwar geht's heute an Paan74. Paan hat nämlich am 24.03.24 auf meinem Hauptkanal das öffentlich sichtbare Abo hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 1398. Paan verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns zurück bei zwei Krügen, die jetzt erstmal nicht so spektakulär waren, also jetzt in den letzten paar Folgen, aber auch definitiv sehr gut für uns laufen, was uns dementsprechend gute Tributzahlungen bringen würde, die ich ganz dringend brauche. Wir spielen eigentlich gerade auf Zeit, bin ich ganz ehrlich. Wir spielen auf Zeit, damit hier erstmal Gebäude ausgebaut werden können in Kranirock und in Borschek, sodass es dann stabiler läuft, sodass ich da nichts mehr großartig machen muss und wir uns dann, wenn es wieder soweit ist, in einem Krieg gegen das westliche Imperium voll und ganz darauf konzentrieren können. Nur darum mache ich das hier eigentlich gerade. Ich gucke nochmal hier rein. Die Werkstatt ist in einem Tag fertig und danach werden Gärten gebaut. Finde ich toll. Obwohl ich echt am Überlegen bin, ob die Gärten jetzt wirklich so wichtig sind. Die Garnison bei Kranirock soll wie groß werden? Ach, siehst du, ich habe gar nicht von Regionen angeklickt. Training? 100? 125. Quatsch. 175, Entschuldigung. Dann sind die schon auf volle Pulle. Dann können wir die Gärten rausnehmen. Dann sage ich lieber Garnisonssoldreduzierung. Mauern sind ja zum Glück schon voll ausgebaut. Im Anschluss Festgelände, ja. Und dann halt wieder für die Dörfer sorgen, ne? Indem wir diese Infrastruktur ausbauen. Ja, passt. Okay, ich gehe wieder Elite-Infanterie rekrutieren. Da kommt die Friedensverhandlung. 1,5 Mille zahlen sie. Und Tully will sie zurückgeben, okay. Nice, ich habe 90.000 davon bekommen. Und der Tribut ist anteilig bei mir wo? 644, naja, immerhin. Ist eine Karawane bei uns in dem Fall, ne? Aber warte mal, Tully will... Wir haben hier unten eine... Was? Wow. Okay. Ich brauche jetzt hier nicht die Pferde wild machen, meine Leute rufen, eine Armee gründen und irgendwie sowas wie Karbensev oder Danglenis oder was auch immer zu belagern, weil noch während der Belagerung selber, wette ich drauf, gibt's Frieden. Ich würde das nur dann machen, wenn das westliche Imperium erst wieder angeschissen kommt. Damit wir halt die Front erstmal geklärt bekommen. Aktuelle Kriegsunterstützung ist tatsächlich bei 80% von unserer Seite her. Das ist gar nicht gut. Wenigstens sind wir schon deutlich stärker als sie. Deutlich stärker. Ja. Von den 18.000, die wir insgesamt haben, liefert mein Clan nur 3.000. Also nicht so wie in dem anderen Spielstand, ne, wo wir schon fast ein Drittel von allem liefern. Na nee, gut, dann mache ich einfach mal so ein Schweinchengeräusch, weil, obwohl ich eigentlich gerade nur tief Luft holen wollte. Und rekrutiere nochmal weitere Speerträger. Hört sich ja jetzt wieder schön auf. Es scheint doch übrigens wirklich an den Jahreszeiten zu liegen, ne? Und die Burg Tullywell geht es jetzt. Torvir haben wir nur 21. Hier haben wir schon 100 voll. Hier haben wir nur 88. Dann, Roland, viel Spaß damit. Sorry, Pfaffen. Aber der Verhältniszuwachs bei so einer Abstimmung ist immer größer als das ganz weniger an Verhältnisverlust. So, einer fehlt noch, ja? Okay. Den holen wir uns jetzt in Forin und dann sollte das gewesen sein. Da hinten läuft Jorolt mit seiner Armee. So. Nochmal Steuerung und M wie Martha drücken. Und nochmal einen zu einem Elite-Infanteristen machen. Also noch besser als die Standard-Elite, die ich immer hole. Ja, die Seite war das immer. Sehr schön. Also ich fühle mich jetzt vorbereitet für den nächsten Krieg mit den Römern. Problem ist nur, achso, dass ich erstens noch Gefangene habe, die ich spenden gehen wollte.
Ah, warte mal, hier ist ja sogar noch ein Germaner dabei. Zwei. Ja, zum einen die erstmal spenden gehen. Obwohl das eigentlich auch, ach, ich weiß nicht. Das sind verschenkte Einflusspunkte jetzt. Wie sieht es denn jetzt hier langsam mal aus? Sicherheit ist gut im Plus. Treue, naja, geht. Nahrung leider immer noch im Minus. Ich gehe jetzt mal dahin und hau die Gefangenen da rein. Damit schneller gebaut werden kann, einfach. Hilda ist aufgelevelt. Sehr schön. Dann kriegt sie definitiv in Vogt 1. Dann kann sie mich einfach noch mehr Leute haben. Uzi, was geht? Ansu, jetzt geht's hier Schlag auf Schlag, war Lavinia auch noch. Lavinia in Vogt. Sollten Rekrutierungsgebühr für Gefährten ist für sie nicht relevant. Gefährten sind ja sie. Abgelegte Rüstung. Alternativ, wenn sie Dorfüberfälle machen dürfte, was wir ja nicht machen. Nö, dann abgelegte Rüstung. Auch wenn das, glaube ich, nie passiert. Weil die KI automatisch immer auf. Achso, Ansu hat noch gelernt, ne? Weil die KI ja automatisch immer auf Wirtschaft geht. So, machst du nochmal hier. Der nächste Fokuspunkt geht wieder in Führung. Sag mal, warum sind hier eigentlich immer noch Recruiter unterwegs? Na gut, es fehlen theoretisch noch Bogenschützen, aber sind ja erstmal Speermann 1 drin. Die kann man zum Bogenschützen machen. Ach, warte mal. Die nehme ich mit. Die kann ich besser gebrauchen. Die haben ja hier eigentlich nichts zu suchen. Ich habe denen erlaubt, dass sie die rekrutieren dürfen. Ich frage mich nur gerade, woher sie die rekrutiert haben. Warte mal. Im Template sind die gar nicht vorhanden. Da muss es Gefangenenrekrutierung gewesen sein. Also greift sowohl die Mod-Rekrutierung als auch die Vanilla-Rekrutierung gleichzeitig. Na, das ist ja scheiße. Kann ich gerne sagen. Das ist ja maximal bescheiden, Nätze. Kriegt von mir jetzt so noch 5 von denen. So. Was wollte ich jetzt hier? Ich wollte Handel treiben, ne? Ja. Und Gefangene ablegen, genau. Oh, sieht doch ganz gut aus jetzt. So. 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 Neue Getreide. Hä? Ach da. Naja. Besser als nichts. Dann Festung, Verlies, Verwalten, Melidi drinne, noch ein paar andere und Baubeschleunigung, yippie. Damit kommen wir dann jetzt auf eine Baugeschwindigkeit von. Wow. Durch das Panel Labor einfach 34 Baugeschwindigkeit mehr. Jetzt sind die Werkstätten in 20 Tagen durch. Nahrung ist bloß wieder ein Problem. Natürlich ist wieder Nahrung ein Problem. Weil der Wohlstand wieder gestiegen ist, ne? Ja gut, Obstgärten ist jetzt schon auf Maximum. Jetzt kann ich nur darauf bauen, dass wir das jetzt hier erstmal ausbauen. Obwohl das hier wichtiger wäre. Nee, was wäre wichtiger? Alter, das ist ja schon gebaut, wie ich gerade sehe. Hier, Marktplatz für die Steuern. Ist ja schon cool. Dann ist die Stadt schon fast ausgebaut. Fehlt eigentlich nur noch eine Stufe im Forum. Eine in Belagerungswerkstatt. Aber sehe ich jetzt nicht so notwendig, weil es keine Frontstadt ist. Also die wird halt nicht ständig belagert oder so. Ja gut, dann soll hier erstmal weiter das gebaut werden. Okay. Gut. Hier wollen wir nochmal kicken. Vielleicht erwischen wir noch irgendwo einen batanischen Trupp, also einen gallischen. Virius wurde von Hilda gefangen genommen. Nice.
Nein. So, ach ja, jetzt habe ich ja hier noch die Leute dabei. Na, ist nicht schlimm. Was ist hier schon wieder los? Mann, 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 ich komme ja zu nüchtern. Ich muss ständig irgendwelche Leute aufleveln. Ich weiß, es gibt die Option zu sagen, dass das automatisch verteilt werden soll. Problem ist nur, jetzt zum Beispiel Cupidus, der Bierhändler. Der braucht eigentlich, wie ich finde, Fokuspunkte und Attributspunkte immer so, dass er schneller und mehr Handelsskillt. Aber die KI macht dann halt auch erstmal einen Fokuspunkt auf Speer oder auf Reiten oder was auch immer, damit er einfach nur schneller läuft. Deswegen, da möchte ich lieber selber drüber entscheiden. So, Reisegeschwindigkeit bei Tag. Achso, ich stehe schon mitten in der Pampa. Was hast du jetzt eigentlich vor? Na, du willst Burg Pendreik noch belagern? Wieso nicht Nivernsk? Dann hätten wir wenigstens... Oh, okay. Geht trotzdem gucken. Vielleicht habe ich irgendwo noch einen kleinen Trupp. Oder auch einen etwas größeren. Wie zum Beispiel diese... Es nennt sich Armee. Ansu und Vogt, sehr schön. Baugeschwindigkeit, Belagerungsmaschine in eurem Trupp. Oder alternativ Ventaer Armee. Nee, ich glaube immer noch daran, dass dieser Quartiermeister-Perk, dass der sich zusammensteckt mit unseren Quartiermeister-Perks. Wenn wir eine Clan-Armee wieder bilden. Wie schnell bist denn du? Genauso schnell wie ich. Dann schneide ich dir mal den Weg ab. Dann finde ich gut, dass du gerade Clan-Hand jagst. Ah, und schon bist du dran, mein Freund. Schon bist du dran. Freundin. Oh! Sorry, Jorik. Ich dachte, du bist weit genug weg. Ja, gut, dann rein da. Das sollte jetzt auch kriegsentscheidend sein. Ach, ich krieg das Kommando? Oh, dieses geile Dorf. Aber scheiß Wetter gerade und scheiß Licht. Soldiers in charge! Die sind so hart in der Unterzahl, da brauche ich jetzt nicht so ewig in 3 Tagen noch zu taktieren. Da wird einfach drauf gecharged. Achso, ich habe auch so einen kleinen Anteil jetzt. Ja, okay. Logisch. Ich habe jetzt keine Hundertschaft hier großartig, die ich da kontrolliere. Weil einfach Jorik mit seinen über 700 Mann allein er schon doppelt so viele Leute hat. Aber komisch, dass ich dann das Ding hier anführe, ne? Aber halt auch nur meine Leute. Ja, stimmt. Ich kann seine dann wieder nicht befehligen. Die machen wieder ihr eigenes Ding. Ja, okay. Nee, hier links kriege ich bloß wieder Pfeile ins Gesicht. Die stehen übrigens im Wasser, wa? Ja, die stehen im Wasser. Unsere Kavallerie wird da Probleme bekommen. Oh, viel zu kurz. Treffer! Ich glaube, die stehen in Kreisformation, oder? Hallöchen! Haha! Oh. Das Dach hat mich beleidigt. Ihr habt's alle gesehen. Ich hab mich gerecht. Willst du auch? Hier, komm her. Jetzt noch ein. Ich hab doch noch ein paar für dich. Komm her, komm. Bleib. Bist du gerade erst dagegen geritten, wa? Ja, ist er. Oh, es ruckelt hier ein bisschen. Oh, hier ist eine geile Position für Bogenschütze. Freund oder Feind hinter mir? Problem ist halt, dass wirklich jeder mittlerweile auch Römer rekrutiert hat, ne? Sowohl meine Leute als auch unsere Feinde hier gerade. Oh. Das war dasselbe Dach. Hat mich. Ja, es hat mich jetzt dreimal beleidigt. Ich hab's gesehen. Oh, was willst du denn hier? Ach, das ist sogar sie selbst! Danke für die Ehre, für das Duell. Hat er bloß nicht viel gebracht? Das war... Muss man sagen, das war jetzt sehr ehrenvoll von ihr. Dass sie den Zweikampf mit mir direkt gesucht hat. Und... Ach! Geht nicht so einfach, wie beim Gladius auszuweichen. Bei den...
kurzen Speeren, die sie hier haben. Das sind eigentlich Wurfspeere, die sie dann als Nahkampfwaffe verwenden. Und Gladius ziehen sie halt den Arm nicht in die Richtung des Feindes hinterher. Hier beim Speer schon. Achso, ist eher von meinen. Der auch. Gibt's überhaupt noch Feinde? Gut. Wow, Glück gehabt. Oh Mann, ich wollte den anderen treffen. Kriegt er mir einfach in den Schlag. Boah, warum ruckelt das denn heute so? Was ist denn da los? Ich habe auch schon mitbekommen, dass die ein oder andere Mod, die ich dann doch über Steam Workshop installiert habe, dass die schon hier und da mal Updates bekommen hat. Und seitdem das so ist, habe ich merklich mehr Probleme mit dem Spielstand. Also die nächsten Staffeln, die ich mache, versuche ich wirklich, so gut es geht, komplett von Steam Workshop wegzukommen und alles über Nexus Mod zu machen. Damit ich halt wirklich einen Status Quo habe, der dann auch wirklich komplett einheitlich bleibt, die ganze Staffel über. Haha! Wäre mir peinlich, da festzustecken. Passiert mir bestimmt auch bald. So, gut, ich denke, eine Schlachtfeldanalyse brauchen wir in dem Fall nicht. Das war ja alles sehr übersichtlich. 22 Verluste insgesamt. Voll in Ordnung. Das ist Alinette. Die kommt mit. Du, ganz ehrlich, du hast mir imponiert. Du darfst gehen. Ausnahmsweise. Aber auch nur, weil sie so fair war und wirklich den Zweikampf mit mir gesucht hat. So. 10 davon waren meine. Das ist. Nee, gar nicht. Stimmt nicht. Stimmt nicht, Robin. Das stimmt nicht. Es sind nicht deine gewesen. Doch, sind. Dann kannst du den mitnehmen. Den Rest hier nicht. Die Gefangenen nehmen wir mit. Hier wieder. Sehr schön. 21.000. Okay. Lass erstmal hier wieder reingucken. Ja, da ist wieder ein bisschen Nahrungsvielfalt dabei. Boah. Ein legendäres Einhandschwert. Okay. Also dafür, dass das legendär sein soll, ist das aber nicht so geil, ne? Ich weiß, es ist immer bloß von der jeweiligen Stufe dann so eine Aufwertung. Nö, dann wie viele Punkte nehmen wir? Ich brauche echt noch mehr Kohle. Nehmen wir mal 5000 an Punkte mit, an Erfahrungspunkte. So, Pi mal Daumen 5000. Und das geht auch noch, das geht auch noch. Das auch, das auch, das auch. So, dann haben wir jetzt hier aufgerundet 15.000 Erfahrungspunkte. Und trotzdem noch ein bisschen Stuff zum Verkaufen. Wer hat hier geskillt in was? Unser Bierhändler im Handel. Ja, wunderbar, richtig. Ausrüstung? Nein. Handelswaren? Ja. Das soll ja Handelswaren. Das wäre noch cool, ne? Wenn du die Option hättest, bei einer Karawane zu sagen, worauf sie sich konzentrieren soll. Und da würde ich safe darauf sagen, bitte meine Werkstätten mit Rohstoffe versorgen und deren Endprodukte in der Welt verteilen für den besten Preis. Aber gibt's nicht. Ich habe auch schon nach Mods geguckt dafür. Wenn ihr eine Mod kennen solltet, die sowas macht, bitte schreibt's mir. Bitte, 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 bitte. Da hätte ich übelst Bock drauf. Auch mal mehr Wirtschaft hier zu verwenden. Weil die Wirtschaft hier im Spiel, die ist einfach fehlproduziert, glaube ich. Gut, das war dann jetzt schon wieder. Wer ist denn eigentlich der Herrscher von... Achso, nee, das ist alles gut. Wem gehört denn Mazadan? Mazadan gehört Albengatz. Albengatz ist... Ach, Uzi selbst. Oh, da hatten wir schon mal ein besseres Verhältnis. Ja, wir bringen den Gefangenen dahin. Nö.
Was? Sag mal, Tovir. Hast du Schüttelfrost, dass du jetzt in die Wüste gehen willst? Oder was ist los? Wow. Okay. Das ist jetzt schlecht. Finde ich. Deswegen. Ah, und deswegen. Juppa, mach, dass du da wegkommst. Ach, die haben Krieg gegen die Sakawa. Ach, und wir haben jetzt automatisch gegen das südliche Imperium Krieg. Die waren verbündet, das habe ich nicht gesehen. Au, das ist aber gut für mich. Die muss ich ja auch noch vernichten. Sofern jetzt das westliche Imperium nicht uns auch noch wieder den Krieg erklärt, nur weil ich auf dem Weg hier durch bin, wäre das doch eine Option, dass ich jetzt da runtergehe und Vostrum hole. Mit meinem Clan. Dann kriegen wir auch mal einheitliche Trennung hin. Problem ist nur, ja, scheiße, wenn ich jetzt hier eine Trennung habe, dann haben wir so gut wie immer die Saka als Feinde. Mal gucken. Ja, doch, die haben gerade gegen die Saka auch Krieg. Ah, Gott. Bitte, bitte, Uzi, bitte tu irgendwas dagegen, dass wir jetzt nicht auch noch gleichzeitig gegen die Saka Krieg führen. Nicht, dass die jetzt übelst stark wären, das meine ich nicht. Aber sie sind nervig mit ihren berittenen Bogenschützen, sodass ich halt fast immer gezwungen bin, die in der Belagerung oder Verteidigung einer Belagerung zu besiegen, statt auf einer offenen Feldschlacht. Die kriege ich nur dann in einer offenen Feldschlacht vernünftig besiegt, wenn ich auch wirklich sehr viel Kavallerie habe. Aber ich wollte ursprünglich nach Masada an. Da kommt die Friedensverhandlung mit den Galliern, sehr schön. 1,2 Mille, 8000 Tribut, okay. Macht 900 Tribut für mich. Nice. Und das nächste Level ab. Ach, Mann. Hilda. In Vogt. Hier bitte auch Quartiermeistergedönse. Ja. Cool wäre es ja, wenn die Companions, also hier Hilda zum Beispiel, wenn ich denen eine eigene Truppe erlaube und so, und wenn die dann anfangen, irgendwo auch noch selber Werkstätten zu machen und dadurch einfach sich ein bisschen finanziell ein bisschen nach oben pushen. Und Überschüsse dann einfach an mich gehen. Ach ja, wir haben ja noch Erfahrungspunkte bekommen. Ach, da waren wir Tannenkreis. Ach, Mist. Mist, 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 Mist. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja, es sind nur Batani. Mist. Ach, was meint denn hier? Einer jetzt. Verlies, spenden. Bitteschön. Ganz ehrlich, den könnt ihr auch haben. Ach, Mist. Und die Tante, die ich eigentlich für Verhältniszuwachs zu Uzi spenden wollte, die ist natürlich freigelassen worden wegen der Friedensverhandlung. Na. Quatsch. Verklickt. Entschuldigung. Ja, Garnison spenden. Die Batani. Gut, oder auch nicht. Ja, wir rufen unsere Leute. Wie viele Truppen kommen wir dann? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das ist nur mein Clan. Und ich zahle keine Einflusspunkte dafür. Das ist einfach so OP. Du willst Glintor belagern. Du reist nach Ismir Kork. Das sind Glintolk. Das kenne ich ja gar nicht. Hä? Warte mal. Haben die vielleicht irgendwie noch was anderes bekommen? Ich sehe gerade nichts rot aufleuchten. Also Flintolk, okay, aber Glintolk? Moment. Hä? Glintor. Entschuldigung, Glintor meinte ich. Glintor. Wo ist denn das? Ist
gehört Pfaffen. Ach, er will da patrouillieren. Och. Digga, wieso? Du hast 1200 Mann. Warum patrouillierst du um ein Dorf herum? Wir haben zwei Kriege, Mann. Na, na gut. In der Hoffnung, dass ich das nicht bereuen werde, marschiere ich jetzt durch potenziell feindliches Gebiet. In der römischen Staffel hatte ich jetzt innerhalb von 2 Folgen 2-mal den Fall, dass ich mitten im Feindesgebiet stehe und mir der Krieg erklärt wird. Also eigentlich neutrales Gebiet, aber dann Feind wird, Feinde werden durch Kriegserklärung und so. Ah, sehr schön. Hilda ist schon bei mir. Was denn los, Ansu? Zu wenig Pferde oder was? Zu wenig Speer geskillt? Oh. Scheiße, wa? Wenn ich es jetzt wenigstens bis Vostrum hinschaffe und dann erst eine Kriegserklärung vom Westlichen kommt, dann haben wir wenigstens noch den Vorteil, dass wir auf die andere Front Richtung Tjal zurückweichen können zur Not. Also auf der östlichen Seite. Aber ich befürchte einfach, dass es gleich wieder mit den Sarka-Stress gibt. Ich befürchte das echt. Das wäre überhaupt nicht gut. Tobi, was geht? ...155 Dorfbewohner. Boah. Was haben die für eine Feuerstelle? 2800er Feuerstelle? Alter. Boah, 87 Nahrungsplus. Lycaron ist das neue Zeonika, glaube ich, wa? Und wie sieht es mit Zeonika selber aus? Sehe ich jetzt gerade nicht, okay? Das ist halt so mächtig mit diesen Infrastrukturen. Aber man braucht Zeit und Geld dafür, ne? Beziehungsweise talentierte Statthalter, die komplett nur auf Baugeschwindigkeit ausgelegt sind vielleicht. Oder halt auch auf Treue und Sicherheit, dass man sich ein paar Gebäude bauen, besparen kann. Natürlich! Wieso habe ich das gewusst? Och, Jorik! Mann! Dein Ernst? Ey, der Typ bringt uns noch ins Verderben und safe kommt gleich das westliche Imperium um die Ecke. Ja. Es gibt gleich einen Weltkrieg. Abgesehen von Batania. Warte mal. Ich sammle erstmal meine Leute. Bevor die hinterherhunken und dann angegriffen werden. Hinterherhinken, wollte ich sagen. Jetzt habe ich sogar schon diesen Wurstfinger-Effekt von der Tastatur in meiner Aussprache. I und U liegen nebeneinander. Hinterherhunken statt hinterherhinken. Es passt einfach wieder wie Arsch auf einmal. So, es sind 8, du Heilige. Aber gut, die können wir runterhungern. Mauerstufe ist bei 2, das ist in Ordnung. Nahrungsvorräte 700, okay, also wir werden 2 Wochen belagern müssen. So, Pi mal Daumen. Ist aber okay, also hätte schlimmer sein können jetzt, ja? Wenn ich die jetzt schön runterhungere, ist das okay. Wer ist denn da weggerannt? Dorfbewohner, glaube ich. Einen schönen guten Tag. Wir bauen relativ zügig, aber sie haben halt einfach schon Reserven. Oh, nur 9 Tage? Okay. Was zum Geier ist denn da los? Die haben ja kaum Moral. Ich hab's so gewusst. Ich hab das so gewusst. Wildur ist dagegen. Das gefällt mir. Wer noch? Vashorki. Wir kriegen's aber nicht abgewendet. Tags, ne? Ich hab das so gewusst, ey. Zum Glück habe ich gerade meine Leute eingesammelt. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Habt ihr irgendwie Lack gesoffen oder sowas? Ich meine, wir haben jetzt hier... Gut, das krieg ich schnell erledigt, okay. Aber hier haben wir schon mal 7000 feindliche Stärke. Und zwar auf 2 verschiedenen Fronten. Und diese 2 verschiedenen Fronten sind jetzt verbunden mit 13000 feindliche Stärke. Dammit! Ohne Scheiß, Uzi, krieg deine Leute unter Kontrolle. Jetzt gehe ich. Wäre übrigens immer noch eine Option für diesen Spielstand.
Es dauert ja sowieso noch 8 Tage, die runter zu hungern. Deswegen baue ich jetzt tatsächlich... Obwohl, nee, warte mal, wenn ich hier jetzt eh runter hungern muss, ne? Ich könnte auch Breschen schießen. Ja, doch, wir schießen Breschen. Ich hatte erst überlegt, ob ich diesmal zuerst die Nicht-Fernkampf-Dinger baue. Lavinia. Ich entscheide es immer nur nach Lernrate. Da sie hier auch noch Platz hat, mache ich erstmal den. Alles klar. Das nenne ich gerade schönes Timing, lieber Timer. Deswegen heißt du wahrscheinlich auch Timer. Der hat mich gerade hier meckert. Da können wir nämlich die Belagerung von Vostrum, die doch schon eine ziemlich große wird, naja, außer wir kriegen die Garnison runtergehungert, in der morgigen Folge machen. Dann vernichten wir morgen das südliche Imperium, ja? Ist das okay? Nein? Nee, Überlänge kann ich jetzt nicht machen. Tut mir leid, weil ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Das ist mein Sonntag. Das wäre noch schön, wenn ich den Sonntag auch ein bisschen genießen kann. Deswegen würde ich jetzt sagen, danke fürs Reinschalten. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn du mehr sehen willst, schaltest du einfach morgen wieder rein. Ciao.